Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sinking City. Ja, die letzte Folge war ein bisschen spärlich. Jetzt müssen wir quasi eigentlich wieder da zu den Chroniken, aber ich habe echt keine Ahnung. Und hier haben wir auch noch nicht alles fertig. Ich bin echt überfragt. Ich gehe jetzt noch einmal zu den Chroniken, wenn es nicht funktioniert oder wenn ich nichts rausfinde, mache ich einen anderen Auftrag und mache den jetzt ein anderes Mal. Vielleicht habe ich dann mehr davon. Oder vielleicht sitze ich einfach nur gerade auf dem Schlauch. Das war hier, glaube ich, gell? Ne, Bibliothek. War das das? Chronicles, genau. Vielleicht finde ich da noch was raus, aber puh. Ich bin echt überfragt, muss ich ehrlich sagen. Oh, der ist ein bisschen heiß geworden. Bisschen deprimiert gewesen. Chronicle. Right. Vielleicht hat sie doch noch was zu sagen. Passen Sie auf sich auf. War ich. Interview. Muss man doch eigentlich... Zeitraum war nach der Flut. 18, genau. Personen. Ist der Amtsträger prominent? Rubrik. Bezirk. Ach, ich weiß es nicht. Ich hab keine blassen Schimmer, Mann. Ins Ehrenhaus, weil ich jetzt das zweite Foto habe, oder was? Bing. Was war das? Bing. Kulturellen Einblick, er hat sich. Was soll mir das helfen, wenn ich mir sein Interview anhöre? Neue Erkenntnisse teilhaben zu lassen. Ich. Nochmal zurück ins Ehrenhaus, weil ich das zweite Foto habe. Okay, das mache ich auch noch, aber dann. Ja, dann. Dann war es dann mit der... der fröhlichen Sucherei, ehrlich gesagt. Okay, noch einmal ins... Es leuchtet auf, gell? Es leuchten alle auf. Warte mal. So laufen, da leuchten dann die Bullen auf. Das leuchtet auch aufs Rathaus. Das komischerweise nicht.
Universität. Die Bibliothek leuchtet auf. Hat es was zu bedeuten? Keine Ahnung, weil ich weiß, es ist... Vielleicht ins Rathaus? Mann, ich weiß es echt nicht, ich weiß es wirklich nicht. Kamera, was bedeutet denn das? Die linke Hälfte zerrissen, wo kann man das nicht zusammenfügen? Umsehen kann. Das habe ich gemacht, ja. Es ist nur das und das ist der Auftrag. Muss man doch in die Irrenanstalt nochmal vielleicht, ja? Vielleicht war sie ja wieder zurück. Alter, hey, das ist... Ah ja. Verarschen oder was? Komm, hüpf. Ganze Straße. Jetzt wieder außen rumlaufen. Das ist kein Boot, oder was? Nein, das gibt's doch nicht. Das Irrenhaus und wenn ich dann nichts finde, dann mache ich einen anderen Auftrag. Dann mag ich ihn nimmer. Dann muss ich das wann anders machen. Vielleicht liegt das zu lang gezockt, was weiß ich. Aber es ist schon seltsam, dass man das. Dass man da einfach nichts findet. Mein scheiß Irrenhaus da wieder. Na. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ah, nee. Dämliche Kuh. Warte jetzt nochmal, dass es runterging. Hier, oder? Nee, da ging's rauf. Hier und dann. Na, geh mal da. Das Blut ist fast getrocknet. Ja. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Oh, Schießpulver.
Diese Zeitung ist das einzigste, was hier ist, und das da hinten. Es ist nur das da. Das habe ich mir, glaube ich, 100 Mal schon angeschaut. Ich finde eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Ja. Erzähl mir mehr. Okay, das ist das. Hier muss es doch noch einen Hinweis geben. Das gibt's doch nicht. Wo ist die alte Schabracke? Kann man jetzt das Bild irgendwie. Wahrscheinlich schauen alle jetzt immer und sagen, schau du Depp, da ist es doch, warum siehst du es denn nicht? Es muss noch hier was in dem... Es muss doch noch irgendwas hier sein. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Alles zusammen, los, mach's kaputt. Ja, im Kamin ein bisschen Feuer machen. Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Auch nicht. Alter, ich dreh durch jetzt dann. Das Blut ist fast getrocknet. Auch nah rangehen, wenn man Kack sieht, hey. So sieht man schon nichts mehr. Ah, Blutspuren. Gehen wir bis hier. Und dann sind sie weg. Keine Blutspuren. Das gibt es nicht. Hier muss was sein. Ja, okay, drauf geschissen. Das war eine Mann. Ah, da liegt die Flasche am Boden. Oh Mann. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Ja, ah, jetzt hat... Mann. Wird ja echt Zeit. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert.
Bleiben Sie stehen. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Okay, jetzt haben wir es wenigstens. Ey. Wurde ja echt Zeit. Wegen der blöden Flasche am Boden, also wirklich. Randall Glassworks, Sie haben keine Macht mehr über mich. Bleiben Sie stehen. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Gloves Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Randall Glassworks. Okay, endlich. Na dann. Wo ist die Fabrik Randall Glassworks? Im Bezirk Salvata Halber. So, hier, da. Randall Glassworks Base. Das ist... Name ist... Ja, und... Oh. Bezirk Salvata Harbor. Fabrik Randall Glassworks im Bezirk Salvata Harbor. Mehr nicht. Das ist alles. Keine Straße. Salvata Harbor war doch unten. Eine Fabrik. Naja gut, da muss man jetzt wieder mit dem Ding ins Rathaus. Da weiß man, wo die Fabriken sind. Gruselig. Fabrik Salvata Harbert. Okay, Fabrik Salvata Harbert. Dann zum Rathaus, da müsste das doch dann drin stehen, oder? Was ist das Rathaus hier, glaube ich, gell? Ja. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Das war ja echt eine schwere Geburt. Das ist ein Witz gewesen gerade. Wegen der blöden Flasche da. Und die wieder? Na, hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Okay, Personen. Bezirk Salvata Harbor, Register, Personenstand. Nee, das ist es nicht. Randall, doch der Randall Glassworks. Okay, Bürger, neuankömmlich, Unternehmen. Zeitraum. Register. Personenstand. Arbeitsunterlagen. Nein. Irrenhaus aus. Ihr nächstes Ziel scheint die Fabrik namens Randalls Glaswerk im Bezirk Salvata Harbor zu sein. Sie meint, dass die Antworten dort bereits seit Jahrhunderten existieren. Nach der Flut? Nein. Jawoll! Name ist... Gründung 1884. Gaunter. Das war der Günther. Oder der Gent. Skipper Road zwischen Eel Street und Glamshaw Street südlich. Dankeschön. So, einer sagt, ich bin ein scheiß Detektiv hier. Hä?
So, wo ist es? Hier. Salvata Harbord. Shell. Okay, okay. Jetzt müssen wir wieder diese Dings finden. Geil. Wie heißt die? Eel, die habe ich schon öfters mal gelesen. Eel, hier ist die Eel Street. Eel, und wie heißt die andere? Skipper Road. Skipper Road ist hier. Skipper Road, zwischen Eel Street und Clamshaw Street. Und die Clamshaw Street ist hier. Also zwischen hier und hier. Clamshaw. Eel Skipper. In der Skipper Road zwischen, also muss es hier sein. Bam! Na dann. Randall's Glasswork. Wir kommen. Wir kommen so schnell wie es geht. Endlich geht's weiter. Das ist doch geil. Schade, dass er nicht springen kann. So ein bisschen. Ah, weißt du, was ich noch vorher machen wollte? Ich wollte die neuen Klamotten anziehen. Das machen wir auch noch. Haben wir noch Zeit. Und dazu muss ich ins Hotel. Und das Hotel war dieses, oder? Devil's Reed Hotel, ja, oder? Devil's Reed Hotel, war das Devil's Reed Hotel? Ja, es war das Devil's Reed Hotel. Cool! Oh Mann, war das eine schwere Geburt, das raus... Die Flasche übersehen, wie oft bin ich denn da vorbeigelaufen, hä? Ey, einmal glaube ich gleich nicht. Devil's Reed Hotel, wir stehen genau davor. Wo ist denn der Eingang? Da. Hallo? Ich behalte sie im Auge. Ah, neu finde ich in Ordnung. Neuankömmling hier. Ist das mein Zimmer? Die Tür gibt nicht nach. Oh, was ist denn hier? Da fühlt man sich glatt ein bisschen wie zu Hause. Gleich mit. Ich vermisse Boston schon. Namensschild. Was ist das? Der Wahnsinn bereitet sich aus. In den letzten Tagen erlebte Oakmouth sonderbare Ausbrüche vom Wahnsinn, die wie aus dem Nichts über die Menschen kamen. Dieser Wahnsinn scheint sich willkürlich in der Stadt auszubreiten, wobei Zeugenberichte zufolge Wissenschaftler der Universität an den Orten des Geschehens gesehen wurden. Dr. Philip Grant und St. Mary's, Dr. Philip Grant vom St. Mary's Krankenhaus vermutete als Ursache eine parasitären Befall, der seiner Meinung nach irgendwo in der Nähe der Universität seinen Anfang nahm. Ja, ja, klar, der mit den Büchern, gell? Das kann schon sein. Er rät den Bürgern, beim ersten Anzeichen einer Krankheit sofort ins Krankenhaus für eine äußerst effektive Behandlung gegen Parasiten aufzusuchen. Jawohl, 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 der Wahnsinn bereitet sich aus. Nie wieder, hoffe ich. Immer das Gleiche hier. Oder? Ist noch was Neues? Ein schönes Bild. Die Mannschaft der Cyclops. Ja. Yeah. Semper Fortis, Brüder. Semper Fortis, Brüder. Ah, egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Mhm, so. Wir müssten neue Klamotten. Oh, Meisterdetektiv. Das ist ja cool. Was ist das? Nein, so geleckt laufen wir nicht rum. Das ist ja voll schwul. Vigivanka. Den haben wir. Den Fischer haben wir. Den Mantel. Weil das noch der coolste ist, gell? Der ist auch geil. Mann der Wissenschaft. Den nehme ich nicht. Ich will mit Sherlock rumlaufen. So. Und? Sherlock, gehol me. Ja, das siehst du, das ist ja gut. Okay. Kann ich immer in den gleichen Klamotten rumlaufen. Stinkt. So cool, da kann man nochmal alles durchsuchen, gell? Mach die Tür auf! Schön einsammeln. Wegen Langfinger gibt es hier eine Irrenanstalt. Da geht's nicht. Der geht auch nicht.
kurz die Koffer durchsuchen. Ist ja alles für die Wissenschaft. Schon. Die gehen auch nicht auf. Okay. Na dann. Good night, my friend. Ich weiß, du hast noch was versteckt hier hinten. Ich weiß es genau. Ah. So. Gesammelt, okay. Inventar. Da machen wir noch ein bisschen Muni hier. Aber auch die. Nehme ich eine meiner Lieblingspistolen. Tisch. Können wir schon wieder... Nein. Nein, 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 können wir nicht. Okay, federn. Okay, dann nix sie weg hier. Boah, es ist jetzt einmal dunkel. So, dala. Also, ich wollte... Rathaus, was ist das hier? Literatur besteht aber an den Mitglieder, die zu lesen. Sie sind wegen Grenzen angeboten in der Universität. Sie müssen in die Halle des Devil's Reese Hotel zusammen. Jeden Donnerstag, woher weiß man denn, wann? Der Wahnsinn, das war das. Okay, Rathaus. Wir wissen, wo diese Fabrik ist. Ach Quatsch, Mann, ich war... Oh. Ich hab doch die Fabrik schon rausgefunden. Wo stehe ich denn hier? Ah, hier, Sherlock Holmes. Hier stehe ich. So, wir müssen ja hier runter, gell? So. Mann, hier ist wieder nichts in der Nähe. Das kann aber nicht. Muss man hier wieder auch auf die Suche gehen. Das ist hier gefährliches Pflaster. Hier, hier. Ja, müssen wir hier hingehen. Muss ich wieder Ausschau halten. Legt Wert auf automatisch gespeichert. Okay, jetzt würde ich sagen, fahren wir mit dem Boot, oder? Einfach geradeaus durch. Wir versuchen wir es geradeaus durchzufahren. Ja, 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 um die Kurve rum. Und doing. Vollgas. Ob man da auf diesen Brücken auch mal irgendwann raufkommt, um alles zu durchsuchen. Ganz schön geschickt. Läutet euch, denn die Dämmerung naht. So sagt es die Prophezeiung. Verewigt im Zwielicht des sterbenden Mondes. Das Verborgene wird sich zeigen. Die Schnauze. Und die Welt im fauligen Kampf. Die fauligen. Fisk. Frischer Fisk. Fisk. Gerade erst ins Netz gegangen mit. Frischer Fisk. Getick, 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 getick. Genau, Salvator Haber. Jetzt muss ich senkrecht runter. Dann bin ich eh schon gleich da. Hier Stöckchen weghauen. Ding! Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob irgendwo... Naja. Gar nicht umgesehen nach dem... Telefonhäuschen.
gibt's hier keine Häuschen. Geil, die alten Autos gefallen mir so gut. Fabrik. Hier sieht irgendwie gar nicht so recht nach einer Fabrik aus, oder? Das könnte schon eine sein. Naja. Okay, das war's. Also kann ich meine Waffe nicht ziehen. Oh! Was soll das? Wo ist er? Ist er weg? Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Ja, ich und mein Inventar, gell. Ich glaube, der eine ist noch da. Schon oben. Ah ja, toll. Kleine Späßchen gemacht, hä? Dachte mir schon, was ist das? Kann man die nur aufschießen oder kann man die auch aufschlagen? Aha, muss ich gar nicht meine Kugeln verbrauchen. Wisse. Sehe dich. Ich sehe den nicht. Ist mich verarscht. Hey, er hat's mir richtig gegeben. Ich hab gleich voll Gänsehaut. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss ja Pause machen, Leute. Voll überzogen. Hey, ciao, bis zum nächsten Mal. Also, Abo da lassen, Kommentar und ein Like. Ciao, ciao, euer Hopfi.